und herzlich willkommen bei der D-Schule. Wisst ihr, was 2009 zur neuen Krisenspezialität lanciert wurde? Was in der kürzesten Zeit schweizweit und über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt hat? Na, wisst ihr es? Genau, heute geht es um die beliebte Wurst mit Kirschen. Um die sogenannte Zucker Krisiwurst. Auf die Idee kamen die Bauern. Produziert wird sie aber hier bei der Metzgerei Roggemoser in Baar. Diese glorreiche Innovation entstand, weil die Bauern während der Erntezeit zu viele Kirschen hatten und einen Absatzmarkt für ihre einzigartigen Früchte suchten. Da kamen sie auf die Idee. Sie entsteinten und trockneten die überschüssigen Kirschen. Anschließend übergaben sie die gedörrten Kirschen dem Metzger. Und dieser produziert dann hier die Zucker Krisiwurst. Es gibt zwei verschiedene Zucker-Kirschwürste, die die Metzgerei Roggemoser hier herstellt. Es gibt hier die Zucker-Krisiwurst zum Sieden und die Zucker-Krisiwurst zum Grillen. Diese ist etwa so groß wie eine klassische Bratwurst. Übrigens, wusstet ihr, dass im ersten Jahr bereits über 25.000 Zucker-Krisiwürst verkauft wurden. Und in den darauffolgenden Jahren waren es gegen 150.000 Zucker-Krisiwürst. Ja, das ist eine Menge. Ich frage mich, ob hier beim Verkaufsstart auch die Krisiglocke läutet. Und die Einwohner die Metzgerei mit den Leitern stürmen. Wer weiß, findet es heraus. Hier in der Metzgerei Roggemoser in Baar könnt ihr jeden Samstag eure frisch gegrillte Zucker-Krisiwurst direkt vom Grill essen. Und falls es hier doch noch läutet, ich habe meine Leiter dabei, ein guter.